Hallo liebe Sechstklässler, heute melden wir uns hier aus der Schulküche, aus der Ludwig-Auer-Mittelschule, weil wir heute zusammen kochen werden. Wir werden zusammen heute sogenannte Energy Balls zubereiten. Als allererstes musst du dafür sorgen, dass du sämtliche Geräte, die du dazu brauchst und die Zutaten beisammen hast. Lies dazu als allererstes dein Rezept noch einmal durch. Du brauchst 100 Gramm gemahlene Mandeln, 180 Gramm Feigen, 100 Gramm Rosinen, 100 Gramm Haferflocken, 2 bis 3 Esslöffel Honig und zum Schluss Kokosraspeln. Das sind die Zutaten. Außerdem brauchst du verschiedene Gerätschaften. Du brauchst einen Mixer, eine Waage, ein paar Schüsseln, ein Brett, auf dem du schneidest und eine Schüssel für den Teig. So, wir haben jetzt die Zutaten alle hergerichtet. Wie du sehen kannst, haben wir hier 100 Gramm gemahlene Mandeln. Wir haben 100 Gramm Rosinen. Wir haben den Honig zusammen mit einem Esslöffel hergerichtet, für 2 bis 3 Esslöffel später. Dann haben wir 100 Gramm Haferflocken. Wir haben die Kokosraspeln. Jetzt fehlen uns quasi nur noch die Feigen. Und damit du siehst, wie man diese auch richtig abwiegt, zeigen wir dir das jetzt im Detail. Du brauchst eine Waage hierzu. Du stellst als allererstes das Schüsselchen auf die Waage und drückst auf Tara. Damit stellst du sicher, dass du bei 0 Gramm anfängst. Nun heißt es abwiegen. Und jetzt haben wir hier, wie du sehen kannst, knapp 180 Gramm Feigen. Im dritten Schritt füllst du nun die Rosine und die Feigen in den Mixer und verschließt diesen so, dass auch wirklich nichts herauskommen kann. Jetzt den Mixer einzuschalten und die Zutaten darin zu zerkleinern. So, den Inhalt unseres Mixers haben wir jetzt in die große Schüssel gegeben. Zu dieser Masse kommen nun die gemahlenen Mandeln, die Haferflocken und der Honig hinzu. Nun hast du alle Zutaten in der Schüssel. Nun wird es aus hygienischen Gründen wichtig, als allererstes mal deine Hände gründlich mit Seife zu waschen oder dir Einweghandschuhe anzuziehen. Im nächsten Schritt vermengst du die Zutaten miteinander und knetest sie zu einem schönen zusammenhängenden Teig. Aus diesem Teig formst du jetzt, so wie hier schon mal im Vorhinein erledigt, kleine Kugeln, die ungefähr Walnussgröße haben. So, hier seht ihr nun die fertigen Kugeln, die wir gerollt haben. Nun geht es noch darum, sie im letzten Schritt mit Kokosraspeln zu ummanteln. Dazu nimmst du die Kugel und legst sie in die Kokosraspeln. Du kannst gerne auch die Kokosraspeln über die Bällchen drüber streuen. Und fertig ist der Energy Ball. Hier siehst du nun die fertigen Energy Balls. Und jetzt bist du dran. Du musst jetzt die Vorgänge, die du jetzt gerade von uns gesehen hast, auf Papier bringen und sie beschreiben.